Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Galaxy 2. Bevor wir heute wirklich loslegen, möchte ich mal hier in die anderen Spielstände gucken. Okay, der wird mir nichts bringen. Der hier vielleicht schon. Denn ich möchte gucken, da man Sternteile übertragen kann und wir das Lager ja füllen wollen. Deswegen gucken wir jetzt mal. Wir haben hier 300 Sternteile. Das Problem ist, ja, die gehen alle zusammen aus allen Spielständen. Das heißt, hier, da sind 300 da. Schön und gut, die kann ich einlagern. Apropos, ich habe einen Offscreen letzte Folge noch ein paar gegeben. Er ist über 3000 gekommen, hat mir einfach nur ein One-Up dafür gegeben. Yay. Also, unser großes Ziel ist heute, den 200. Stern zu sammeln. Wenn wir das schaffen, dann seid ihr auch legitim dazu verpflichtet, ein Abo auf dem Kanal dazulassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oh, mehr Sternteile als ich dachte. Der Typ hat doch gar nichts. Also, den habe ich nie angesprochen. Ich bin mir sehr sicher, dass das ein Nutzer von mir ist. So, 3888 sind's. Das heißt, wir haben rund 640 oder so Sternteile waren es jetzt, glaube ich. Auf jeden Fall über 600 Sternteile haben wir hier noch dem Lager hinzugefügt. Ignoriert die Sternzahl, wenn man daran denkt, dass ich gesagt habe, wenn wir den 200. heute bekommen, müsst ihr legitim abonnieren. Das Ziel ist zudem heute, Welt 5 abzuschließen, auch wenn das sehr knapp wird. Oh, ein sonderbarer Brief. Ich habe deine Abenteuer durch die verschiedenen Galaxien mit Interesse verfolgt. Ich schicke dir einen Teil der Kraft, die eine dir kostbare Person für dich gesammelt hat. Das heißt, glaube ich, wir übertragen die One-Ups von den... Ja. Ich wollte gerade sagen, man kann die One-Ups von anderen Spieldateien hierhin übertragen, indem man einfach... reingeht oder so. Ich reihe selbst nicht ganz wie. So, wir haben 3 Galaxien in dieser Welt abgeschlossen. 4 fehlen noch. Hier, die hatte ich relativ nervig im Kopf, deswegen beginnen wir mal damit. Bei der Heißkalt-Galaxie weiß ich nur noch einen, der sehr cool versteckt war. Boah, ich überlege gerade, dieses nervige One-Up-Versteck, wo man eine halbe Stunde hinspringen muss, hat aber keinen grünen Stern beinhaltet, ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum ersten, den ich auswendig weiß, und dann sehen wir ja, ob noch einer davor ist. Obwohl, nee, die Stelle ist ja erst im zweiten Level. Der erste, den ich auswendig weiß, ist nämlich tatsächlich hier in dem Level, ob man es glaubt oder nicht, indem wir tatsächlich rausgekommen sind, weshalb es hier einen grünen Stern geben muss. Hier sind Münzen, ne? Ja, komm. Bringt zwar nicht unbedingt viel. Die Münze hole ich gleich. Ich muss eh nochmal hier ein bisschen so. Hui. Hat sehr viel gebracht. Es hat Zeit gekostet und weiter geht's. Au, ich wollte gerade sagen, ich würde gerne nicht getroffen werden, aber okay, mit der Münze hier Damage Boost meine ich natürlich. Das müsste der Planet sein, auf dem der erste grüne Stern sich befindet. Ja, nicht so! Warum geht... Ich meine, ich wollte euch den grünen Stern zeigen. Och Gott, Alter, ich muss ja das hier jetzt nochmal machen. Wie dumm. Wie dumm.
so Damage boosten. Ich bin mir sehr sicher, dass zwei Grünsterne in Stage 1 und einer in Stage 2 sind. So, dann eben diesmal so. Warte, konnte man die nicht... Nein. Dann lasse ich es lieber mal. Ich würde ganz gerne nicht getroffen werden. Oh, ich habe schon beide getroffen. Ja, den Grünstern bekommt man, wenn man sich da hinten fallen lässt. Zumindest bekommt man den so am besten. Ich will kurz warten, bis die Feuerblume weg ist und ich wieder eine irgendwie sinnvolle Drehattacke habe. Selbst wenn ich halt verfehle, hier ist ein Checkpoint. Wobei das auch einer ist, den kann man wirklich, der ist wirklich relativ schwer zu verfehlen. Die Sandtextur war gerade aber im Hintergrund dann doch sehr kacke geworden bei dieser Endsequenz. Das sah aus wie eine flimmernde Steinwand. Der 200. Stern. Ihr seid jetzt alle legitim dazu verpflichtet, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Ne? Weiter. Ich glaube leider, der nächste war unfassbar ekelhaft, weil man da am... weil man da gegen Ende der Sandrutsche, glaube ich, an der richtigen Stelle von der Seite springen musste. Ich meine, wir haben einen Checkpoint direkt vor der Rutsche, aber das macht's auch nicht unbedingt angenehm. Und erstmal wieder bis dorthin kommen. Und der letzte ist dann in Stage 2. So, hier wieder ein bisschen durchspeeden. Zack. Zack. Damage Boost. Perfekt gedamage boostet. Ich glaube ehrlich gesagt, ich wäre schneller, wenn ich ausweichen würde. So, das ging aber jetzt schön schnell. So, hier ein paar nehme ich mir mit. Ich muss die halt gar nicht aktivieren, die Fackeln, deswegen lass stecken, Diggi. Ey. Das lass stecken galt auch für euch. Dezent nervig. Aber wir sind hier. Checkpoint aktiviert. Und jetzt müssen wir hier einen grünen Stern gleich holen. Was? Ich dachte, der wäre gegen... Oder nee, du willst mir jetzt nicht sagen, dass auf der Rutsche zwei sind, ne? Das willst du mir nicht sagen. Ich war ganz übel perplex, als ich den direkt gesehen habe. Aber bitte, sag mir jetzt nicht, dass noch einer auf der Sandrutsche ist. Welt 5 schaffen wir jetzt schon nichts mehr, das sehe ich schon. Bitte sag mir einfach, dass keiner mehr auf der Rutsche ist. Tu mir das nicht an. Das ist ja, das wäre ja so unnötig. Alter. Aber wenn der jetzt in Stage 1 ist, gibt's eigentlich keine andere Möglichkeit, weil danach kommt ja nach der Sandrutsche direkt der Boss. Ich meine, der kann irgendwie auch noch auf dem letzten Planeten dann...
Wirklich? Ist es euer Ernst? Muss es sein? Muss es sein? Okay, das war nicht geplant. Ich meine, Damage Boost. Es ist doch ein Mann. Das ist einfach scheiße. Einfach 2 auf die Sandrutsche oder was? Ich meine, wie ihr sagt, das ist auch aufwendig nicht. Ich hab schon wieder beide getroffen. Mit der Feuerblume ist wirklich die beste Taktik sinnlos rumspammen, ich sag's euch. Boah, sowas hasse ich. Hier, genau das. Also, nächste Runde. Entweder wirklich am Ende der Sandrutsche oder noch auf der Sandrutsche weiterhin. Ne. Und egal welche Option es ist, ich finde sie nicht gut. Ich meine, schön, dass man auf der Sandrutsche versteckt ist, schön und gut. Aber 2, weil ich zähle das unten am Fuß jetzt dazu. Ich meine, das sind gefühlt 2,5 Quadratmeter. Und irgendwie glaube ich... Ey, komm, das ist doch dumm! Das ist halt... Alle 3 Sterne sind nah am Ende des Levels gefühlt direkt hintereinander hingeklatscht. Das ist nicht gut! Punkt! Das sind keine guten Verstecke, das ist Trash! Ganz am rechten Rand, dann hier am Ende der Steinpassage. Ja, da kann ich halt echt nicht viel zu sagen. Warum? Warum klatscht man 2 von den Dingern random auf die Sandrutsche? Enttäuschend. Als ob man nicht den einen noch in Stage 2 hätte setzen können. Ich meine, ja, da hat man nicht so viele Versteckmöglichkeiten, aber... Wäre besser als das. Jetzt mal ganz im Ernst. Wäre besser als das. Hier gab's... Nee, hier gab's 2 normale Stages und ein Secret Star, oder? Ja. Ich hab grad kurz gedacht, gab's hier einen Kometen, aber nee. Ich bild mir ein, mich an... Ja, mich an 2 Grünsterne zu erinnern. Einer davon ist da, der andere auf dem Mond da hinten. Hier dem... Und der dritte ist dann vermutlich in Stage 2. Wäre zumindest meine Vermutung. Falsch abgebogen. Wobei, man hat den Stern auf dem Mond, den sieht man da. Das heißt, ich hab wohl recht. Zumindest mit den 2 am Mond und eben auf dem letzten Planeten. Was mich perplex macht. Hören wir echt den da? Weil hier hören wir einen Stern eindeutig.
Aber muss eigentlich der sein? Zudem hört das Glitzern hier auf. Das ist zwar ein bisschen verwirrend, aber doch, ich denke, das ist der, den wir hören. Und ich mag es nicht, dass ich hier die ganze Zeit warten muss. Ich denke und hoffe mal, dass auf dem Weg da beim Secret Star nichts ist. Nein! Ich konnte... Das ist halt das Behinderte, der Hitz dann hier. Und jetzt muss ich halt wieder warten. Ja, aber das ist der da. Der Hitz dann ist da so extrem. Man darf sich da echt nicht treffen lassen. Ich wollte gerade fragen, ich kann nicht zufällig hier mit dem Hechtsprung schön ein bisschen skippen. Doch, kann ich. Und ich würde gerne hier weiterkommen. Ob man es mir glaubt oder nicht, das würde ich gerne. Ah, das muss ich halt auf jeden Fall noch mindestens einmal machen. Als ob ich da auch noch so rutsche. Okay. Den habe ich. Ganz komische Ansicht meiner Meinung nach, aber egal. Den habe ich. Aber hier... Ich habe da das Gefühl, hier gerade in Welt 5 sind die wirklich nicht gut. Die aus der ersten Galaxie hier haben mir gefallen. Die Tuku-Gleiter-Galaxie war der zweite gut. Der erste war wirklich lächerlich. Aber hier die Wüsten-Galaxie waren eigentlich alle kacke. Wirklich? Das war die Nummer 2? Wo ist... Der erste ist nicht auf dem ersten Planeten. Der ist doch nicht, oder? Also das ist der dritte dann. Was heißt, sie haben Stage 2 schon wieder nicht ausgenutzt? Sag mal, wozu macht ihr dann die zweiten Stages? Aber dann gucke ich mich mal hier um. Aber die Sache ist die, hier ist halt nicht wirklich Platz. Man kann hier nicht walljumpen. Ich bezweifle stark, dass er hier ist. Woran das nur liegt, dass ich das bezweifle. Habe ich den gerade doppelt gehittet? So macht man das übrigens. So. Aber Grünstern war da natürlich nicht. Und dieser Planet ist dann auch hier zu Ende nach dem Sternring. Das heißt, es muss... Ich kann die Kamera hier auch nicht verändern. Hä? Jetzt mal im Ernst, der muss ja gefühlt hier auf den ersten Metern kleben. Oder ist doch einer hinten beim Secret Star Bereich und zählt dann halt. Hier klingt's aber halt auch schon so. Das ist halt die Sache. Ist das wirklich der da? Ist das der, den wir hören? Oder versteckt sich hier noch irgendwo einer? Ich hab halt keinen Plan. Woher soll ich das wissen? Ich mach mal... Nee. Hätte ja irgendwie sein können, dass der da auftaucht. Aber ich hab wirklich keinen Plan. Wenn's nicht beim Secret Star Abteil ist, dann... Wirklich, bin ich raus. Dann werde ich wohl nachgucken müssen. Was hieße, der wäre dann wahrscheinlich zumindest ausnahmsweise mal gut versteckt, wenn ich nicht komplett blöde bin. Oder es einfach irgendein Abschnitt
gibt, irgendwie auf dem ersten Planeten, den ich einfach nicht finde, weil ich dumm bin. Hier glitzert's. Aber das wird der normale Stern sein. Ist das euer Ernst? Habt ihr das gesehen? Wie dumm ist der denn? Vor allem, wie ich mich da noch gerettet hatte zwischendrin. Gott, Alter, was ist denn das schon wieder für ein Ranziger? Und ich wollte heute die Welt 5 abschließen. Wir werden hier nach den 2 Galaxien durch sein, vermutlich. Vor allem, die Heiß-Kalt-Galaxie hatte ich halt noch einen im Kopf und hatte die Hoffnung, dass die ganz cool werden könnte. Aber irgendwie, je mehr ich mir hier so diese Galaxien angucke, desto eher vergeht die Hoffnung. Och, Digga, da muss ich halt auch erstmal so weit kommen. Die Stelle ist so schon schlimm genug. Ohne, dass ich dann am Ende so einen bekippten Sprung machen muss. Gott, Alter. Verschon mich doch mit so einem Bullshit. Die letzte Folge lief wohl wieder zu gut. Da muss man wieder was ändern. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass hier die Folgen so gut laufen. Letztes Mal, das waren irgendwie 13 Sterne. Nee, 13 auch nicht, aber es waren unfassbar viele Sterne. Das lief einfach zu gut. Das kann man ja nicht hier durchgehen lassen. Und deswegen setzt man das da. Also kommt jetzt mal. Wirklich? Ist es ernst gemeint? Das ist der 5. Stern heute nach 22 Minuten. Ich will nichts sagen, aber wir hatten letztes Mal nach einer Viertelstunde schon deutlich mehr. Zumindest wissen wir, wo der letzte hier ist. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber auch der einzige. Das musste dir sein. Jetzt ist natürlich die Frage. Okay, letztendlich würde ich sagen, war die Wüstengalaxie schon noch schlechter. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Ihr habt diese 2. Stages, hier, vor allem in der Welt davor, hätte man es doch irgendwie begründen können mit, ja, eigentlich keine Versteckmöglichkeiten. Aber komm, hier gäbe es in der 2. Stage mehr als genug Optionen. Da kann mir keiner was sagen. Außerdem hat man hier vermutlich den so laut gehört, weil der Planet ja so ein bisschen gekippt ist, sage ich mal. Und der Stern wohl... Oder der kippt sich erst. Nee, dann hören wir doch den. Ich hätte jetzt gesagt, weil der Stern, der Grünstern, halt so über mir war. Aber egal, wie man es dreht und wendet, es ist ranziger Ranz. Ich gehe wirklich so weit, das zu sagen. Und jetzt lasst mich einfach den 3. holen. Und tschüss. Also, diesen Planeten hatte ich auch mal schwieriger im Kopf. Den haben wir und jetzt hier den letzten für dieses Stage. Der klebt da oben.
wie man hinkommt, ist meiner Meinung nach... Seit wann ändert das hier so den Blickwinkel? Wie man hinkommt, ist eigentlich relativ klar. Auf die oberste Stufe, Hechtsprung, zack, den Hintergrund finde ich hier gut. Aber das war's auch, was ich hier gut finde. Naja, das war's dann mit dieser Folge Super Mario Galaxy 2. Wir haben zumindest das Ziel erfüllt, den 200. Stern zu sammeln. Hoffen wir zusammen, dass es besser wird. Bis zum nächsten Mal und ciao.